Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Raid Kanaken. Heute werde ich dir erzählen, warum du Rettet die Welt kaufen solltest, bevor es kostenlos wird. Rettet die Welt wird 2019 kostenlos und ich will euch erklären, was passieren wird, was sich verändern wird in ganz Rettet die Welt. Fortnite geht davon aus, dass 2019 der Hype langsam zu Ende steigt. Sie möchten es somit verhindern, dass Rettet die Welt kostenlos wird und der Hype noch bestehen bleibt. Viele denken sich halt, ja, dann warte ich halt ab, bis Rettet die Welt kostenlos wird. Dann kann ich mir auch ganz gelegen V-Bucks erfahren. So wird es nicht sein. Wenn Rettet die Welt kostenlos wird, kann man sich dann nicht mehr V-Bucks erfarmen. Meine Vermutung ist dann, dass für die Leute, die sich das damals gekauft haben, die noch V-Bucks erfahren können, aber für die Leute, die es kostenlos bekommen haben, halt keine V-Bucks erfahren werden können. Das hat den Grund, denn wenn Fortnite Rettet die Welt kostenlos wird und sie alles gleich lassen, dann könnte man sich halt die ganzen V-Bucks selber erfarmen. Ich kann euch jetzt gerade mal zeigen. Und zwar auf tägliche Herausforderungen kann man ja dreimal. Hat man hier drei Missionen und jeweils bringt eine Mission 50 V-Bucks. Es gibt auch tägliche Herausforderungen. Die kann ich jetzt nicht mehr sehen. Die habe ich gerade eben noch abgeholt. Aber auf jeden Fall kann man halt auch an diesen täglichen Herausforderungen ca. 150 V-Bucks verdienen. Alle 7 Tage oder alle 40 Tage. Manchmal kommt er auch 300 und so beim Tag 95 oder sowas, so 108, kommt dann noch einmal 800 V-Bucks. Bei mir steht es nur kurz davor. Jo, ich würde euch alle nochmal empfehlen, euch zu überlegen, die 40 Euro noch auszugeben für Rettet die Welt zu holen. Das Angebot ist jetzt zu Ende. Leider schade, aber ich würde euch das wirklich empfehlen, das zu holen, bevor es kostenlos wird, sonst könnt ihr keine kostenlose V-Bucks erfahren. Denn am Tag könntet ihr 50 V-Bucks erfarmen, wenn ihr es auch regelmäßig macht. Es gibt halt Leute, die lassen es liegen und es gammelt dann halt eben in der täglichen Aufträge. Man kann halt nur maximal 3 Aufträge bekommen, so wie im Battle Royale mit den täglichen Herausforderungen. Was viele auch nicht wissen, ist, dass Rettet die Welt damals das Hauptspiel war und eine sehr schöne Kampagne hat. Ich könnte es jedem empfehlen, denn es macht äußerst Spaß, Rettet die Welt zu spielen. Denn die ganzen Battle Royale Servern, also die ganzen Battle Royale Spieler, die sind alles nur noch Schwitzer, kann man so sagen, zumindest in Europa. Und es macht halt jeden Spaß, auf Rettet die Welt zu zocken, denn am Anfang ist es ganz leicht und da wirst du ohne Herausforderung kämpfen müssen, aber irgendwann kommst du so ab Blitz Level 32, wird es echt richtig schwierig und du wirst deine Herausforderung kriegen. Und da sind nicht so welche Schwitzer auf wie bei Battle Royale, von denen du weißt, dass du keine Chance hast. Eine ganz schöne Kampagne, so nur noch 98% der Weltbevölkerung leben. Ich will jetzt euch nicht vieles spoilern, aber ich würde euch echt ins Herz legen, das Spiel zu kaufen und mal die Kampagne zu zocken. Lasst noch ein Like und ein Abo da, das würde mich jetzt ziemlich freuen, denn unser Kanal ist gerade zu dem Zeitpunkt etwas klein und ich würde mich halt jetzt über jeden Abo und Like freuen. Meine Freunde halt, die auch mit dem Kanal arbeiten, auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video nochmal. Ciao.